Wenn Sie die Anschaffung eines Mini-SUV planen und das auch noch mit 7 Jahren Garantie bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern, dann sollten Sie jetzt zuschlagen, denn Sie können dieses Fahrzeug und weitere 9 Fahrzeuge erwerben mit einem Rabatt von über 20%. Und das Besondere bei den Fahrzeugen ist, sie haben quasi keine Laufleistung und hatten einen einzigen Vorbesitzer. Und das war tatsächlich der Händler selber. Wir sind in Saarlouis bei Autos Klein. Ja, grüß dich. Ja, hallo Sven. Ja, wir haben jetzt zum Jahresende nochmal eine Aktion gefahren mit Kia Stonic Tageszulassung. Die Fahrzeuge sind alle mit einem 1 Liter Turbomotor motorisiert, in 2 Leistungsstufen, in 100 sowie 120 PS und sind verfügbar mit einem Schalt- und Automatikgetriebe. Ja, ihr habt insgesamt 10 Stück da. Was bedeutet denn Tageszulassung ganz konkret? Haben die Fahrzeuge noch Mehrwertsteuer? Die Fahrzeuge haben noch Mehrwertsteuer, sprich die Mehrwertsteuer ist noch ausweisbar. Sie wurden einen Tag zugelassen, meist am gleichen Tag auch wieder abgemeldet. Und ja, vom Kilometerstand her im Prinzip wie Neufahrzeug beläuft sich auf 10 bis 20 Kilometer. Warum werden die denn einen Tag zugelassen? Ja, das hat Vertriebsgründe. Okay, das heißt, ihr kriegt... Es geht, glaube ich, auch um die Zulassungsstatistiken, muss man sagen. Also in bestimmten Monaten kann man die dann zulassen. Da gibt es vielleicht auch eine Prämie, wollen wir nicht näher drauf eingehen. Es hat Vertriebsgründe, aber die sind wirklich einen Tag zugelassen. Der Händler steht drin. Habe ich da beim Weiterverkauf Nachteile, wenn der Händler für einen Tag eingetragen war im Brief? Also absolut nicht. Halt eine Eintragung von einem Tag ist ja auch in der Zulassung ersichtlich, macht am Wert nicht viel aus. Und ich habe ja auch durch die Tageszulassung eben einen Riesenpreisvorteil. Was steht denn genau für eine Bezeichnung drin in der Zulassung? Was ist das für ein Eigentümer? Wie heißt der ganz genau? Das ist das Autohaus Klein GmbH. Okay, das heißt also der Händler, ihr seid ja auch Kia Vertragshändler, der ist denn eingetragen. Das sieht denn auch süß aus. Es war denn nicht Erna Schmidt aus Ensheim. Ich hoffe, die gibt es nicht, aber das war nur ein Beispiel, sondern es ist der Händler. Ja, ich zeige mal kurz die Verbrauchswerte. 1 Liter Turbomotor. Es ist unglaublich, was die mittlerweile rauskriegen aus den Motoren. Der hat eine CO2-Effizienzklasse B. Und Verbrauch kombiniert 5,2 Liter auf der Autobahn unter 5 Liter. Wenn man will, schafft man das unter 5 Liter auf der Autobahn? Das ist auf jeden Fall machbar. Also das Feedback von den Kunden im kombinierten Bereich liegt bei ca. 6 Liter. Ja, wir kommen noch mal kurz auf das Thema Garantie zu sprechen. Wir sprechen hier von einem quasi neuwertigen Fahrzeug mit einer Laufleistung von 50 Kilometern. Die 7-Jahres-Garantie, die begann im Oktober 2019. Ist das korrekt? Also begann im November. Die Fahrzeuge wurden jetzt in dem Fall am 5.11. das erste Mal zugelassen. Ab dann läuft die Herstellergarantie, die gewohnten 7 Jahre. Okay, das bedeutet, ich habe leichte Einschränkungen. Ein Monat fehlt mir dann. Naja, das kann ich verschmerzen. Der Rabatt über 20%. Das bedeutet, ich bekomme zum Beispiel den Wagen, wie er jetzt hier steht. Auf die Ausstattungsmerkmale werden wir gleich mal eingehen. Zu welchem Endpreis? Das Fahrzeug bieten wir jetzt an für 17.980 Euro, inklusive Überführungskosten. Und, inklusive Überführung? Inklusive Überführung. Die normalerweise ja auch bei gut und gerne bei Händlern auch mal mit rund einem Tausender zu Buche schlägt, ist hier bereits schon mit drin. Genau, wir haben alles mit eingerechnet. Also unrabattiert liegen wir hier bei einem Fahrzeugpreis von 22.900 Euro. Das ist quasi die UVP des Herstellers. Dazu käme aber dann auch die Überführung, richtig? Oder ist das nicht der Fall? Das war jetzt inklusive Überführung. Inklusive. Das heißt, wir haben keine Äpfel mit Birnen verglichen. Wir sparen jetzt bei dem Auto über 20%. Es ist quasi ein neues Auto mit einem Vorbesitzer, wenn du mal kurz hinten aufmachst. Mini-SUV, man kann hier so sagen, es gibt von Volkswagen ein ungefähr vergleichbares Modell, T-Roc, kann man das sagen, von der Größe? Das kann man so sagen, genau. Also Fahrzeug basiert auf unserem Kia Rio, sprich ein kleiner Wagen, ist dann ein bisschen höher gebaut und hat die SUV-Optik bekommen. Okay, bedeutet auch, ich habe einen höheren Einstieg, das ist der Fall? Das ist der Fall und einige dieser Fahrzeuge, nicht alle, sind sogar noch mit einem Uplift-Kit ausgestattet. Das gibt es jetzt ganz neu bei Kia, da werden H&R-Federn nachgerüstet, um das Fahrzeug nochmal 3 bis 4 cm anzuheben. Ja, wenn man das möchte. Optik ist dann nochmal ein bisschen mehr SUV und ich habe einen höheren Einstieg. Hat es denn Parksensoren? Fahrzeug hat Parksensoren hinten. In dem Fall jetzt auch noch eine Rückfahrkamera mit drin, da er ein Navigationssystem enthält. Okay, wo ist da die Kamera eingebaut? Zeig mir das mal bitte. Die Kamera ist in der Heckklappe integriert. In der Heckklappe. Die sehen wir hier einmal. Augenblick, ich zeig das mal gerade.
So, und die zeigt mir denn so richtig von hinten. Das heißt, so diese typischen Parkprobleme, abgesehen davon, dass hier die Stoßstange sehr robust ist, die ist also, ich sag mal, schwarz, SUV-like. Das heißt, so kleine Rempler, wenn das Kind mal mit dem Fahrrad gegenfährt, kein Problem. Sollte kein Problem sein, aber wir haben Sensoren und eine Kamera. Dann gehen wir mal davon aus, dass beim Parken keine Rempler entstehen sollten. Außerdem ist das Fahrzeug sehr übersichtlich. Ich habe hier sogar noch kleine ausgestellte Fenster, die dann nochmal das Thema Rundumsicht nochmal etwas besser machen. Habe ich eine Zentralverriegelung mit drin? Zentralverriegelung ist mit drin, sicher. Habe ich einen Komfort-Funkschlüssel mit drin? Ein Funkschlüssel ist auch mit drin. Zwei? Zwei, genau. Also ja. Kia stattet immer zwei vollwertige Schlüssel aus, keinen Werkstattersatzschlüssel. Ich frage nur so, weil viele deutsche Kollegen, da ist der zweite Schlüssel schon nicht mehr Komfort. Aber wenn zwei Leute fahren, ich habe hinten so eine getönte Scheibe, ist das ab Werk? Das ist ab Werk, ja. Also ich kann von hinten nicht gut reingucken, was ganz gut ist, wenn da, ich sag mal, Kinder mal drin sitzen oder ich habe was hinten drin liegen. Diese Blinker, praktisch integriert hier, ist auch schon mit drin. Ist auch alles mit drin, wie das Fahrzeug hier steht. Die tolle Metallic-Lackierung mit drin. Zweifarben-Metallic-Lackierung sogar. So. Diese schönen Leichtmetallfelgen mit drin. Auch mit drin. So, dann vorne Lichtsystem. Was ist denn das für ein Licht? Das ist wahrscheinlich uraltes H4, oder? Wir haben Halogenscheinwerfer in diesem Fall drin. Das war Spaß. Ich wollte nur. Nein, es sind nicht normale Halogen. Es sind natürlich Linsensysteme mit eingebaut, die optisch das Ganze schon mal bündeln und fokussieren. Das Licht ist wirklich sehr gut. Licht ist sehr gut, ja, auf jeden Fall. So ist es. Ja, Thema Automatik kommt immer mehr und mehr. Ihr habt einige Autos mit Automatik. Das hier ist jetzt ein Schalter. Das hier ist jetzt eben die 100 PS-Variante, die kommt mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe, gibt aber alternativ noch den 120 PS-Motor mit einem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Doppelkupplungsgetriebe, muss man dazu sagen. Das ist keine Halbautomatisierung, wie man die aus dem Smart kannte. Sowas habe ich auch schon mal gesehen, sondern ein echtes Doppelkupplungsgetriebe. Ja, ist natürlich ganz angenehm. Man merkt nahezu keine Schaltvorgänge mehr. Es gibt kein Ruckeln beim Anfahren. Also ein super System. Wenn jemand noch nie Automatik gefahren ist, da gibt es so leichte Vorurteile. Oft ist es so, die fahren einmal Automatik und wollen nie wieder schalten. Genau, so manche Kunden muss man eben für die Probefahrt ins Automatikfahrzeug zwingen, aber spätestens nach der Probefahrt sind sie schon hin und weg. Ja, sind denn hier diese tolle Dachreling in der Silberoptik, ist auch mit dabei? Ist bei allen Fahrzeugen mit dabei, jawohl. Ja, was ist denn das für ein Dach? Ist das durchgehend oder kann man da durchgucken von innen? Es ist jetzt nur die Zwei-Farben-Lackierung, ist eben schwarz abgesetzt, aber kein Panoramadach. Aber sehr schick. Also ich muss wirklich sagen, ja, unten habe ich denn noch so ein paar Extras mit dabei. Zum Beispiel hier dieser Kantenschutz, der mit drin ist, so SUV-like. Dann habe ich hier diese Rathaus-Abdeckung, SUV-Look. Das sieht schon sehr sportlich aus. Genau, der Trend geht ja aktuell zu den SUVs. Wir haben eine sehr robuste Optik, aber halt einfach mit dem Vorteil vom Neuwagen, weil das Fahrzeug ist sehr spritzig und auch wendefreudig. Ja, ich zahle jetzt für das Auto, wie es hier steht, nochmal brutto inklusive Mehrwertsteuer, wie viel? 17.980 Euro. Da ist die 7-Jahre-Garantie mit drin. Die ist voll mit dabei. Ich muss wirklich so öfter mal fragen, weil Turbo, PS, 100 PS, wie viel waren es? 100 PS, genau. Also, ja. Dann ist ein 3-Zylinder-Motor mit einem Turbo aufgeladen, 1 Liter Hubraum und 100 PS in dem Fall. 3-Zylinder, der klingt ein Ticken kerniger wie der 4-Zylinder? Klingt natürlich für einen 4-Zylinder-Fahrer ein bisschen ungewohnt, aber spätestens wenn die Fahrzeuge warm sind, merkt man nahezu keinen Unterschied mehr. Die Technik ist auch mittlerweile ausgereift. Also, gibt schon ewig, muss man dazu sagen. Außerdem gibt es ja 7-Jahre-Garantie. Also Kia würde keine Autos bauen, die dann nicht funktionieren. Mach mal bitte vorne auf, guck mal rein, wie es von innen aussieht. Also schön auch die Optik hier von vorne. Das ist ja so die halbe Miete. 7-Jahre-Garantie, krass. Ja, die Beschränkungen sind 150.000 Kilometer. Wenn ich das Auto zum Beispiel nach 5 Jahren verkaufe, kann ich denn die Restgarantie übertragen an den Käufer? Die Restgarantie ist immer ans Fahrzeug gebunden bei Kia, geht also an den Käufer über, setzt natürlich die Einhaltung der Wartungsintervalle voraus. Ich glaube, einmal im Jahr muss man hin, oder? Genau, das liegt bei dem Fahrzeug bei 15.000 Kilometern oder 12 Monaten. Ja, es gibt wenige Dinge, die sind ausgenommen, zum Beispiel die Batterie. Und die Starterbatterie ist ausgenommen und die Multimedia-Einheit, die haben jeweils 2 Jahre Garantie, aber auf die Basis, sprich Motor und Getriebe, gibt es die vollen 7 Jahre. Ja, wenn Sie mit dem Fahrzeug übrigens über 150.000 Kilometer in einem Zeitraum von unter 2 Jahren fahren,
dann ist natürlich, ich sag mal, die Laufleistung ist da, glaube ich, nicht mehr begrenzt innerhalb der 2 Jahre. Genau, die ersten 2 Jahre ist das Ganze unbegrenzt, da können Sie also fahren, wie Sie lustig sind. Danach habe ich aber keine 7 Jahre mehr. Nee, danach nicht mehr. Okay, das heißt, die 150.000, komme ich damit hin? Also die meisten fahren ja so 10, 15, 20.000? Wir rechnen in der Regel mit 12.500 Kilometer im Jahr. 1.000 am Monat ungefähr. Genau, da kommen wir locker mit hin. Ja, Klimaanlage fehlt natürlich hier. Ist sogar eine Klimaautomatik drin. Eine Automatik? Jawohl. Also ich wollte nur sagen, weil normal zu dem Preis gibt es Kollegen, da muss ich denn noch so blau und rot einstellen. Also so in der Mitte sind ungefähr 22 Grad. Das ist hier alles nicht der Fall. Da habe ich wirklich Komfort vom Feinsten. Wir gucken uns das gleich mal an. Genau, also ist ja der günstigere Ausstattungsgrad von unseren Tageslassungen, aber selbst dieses Fahrzeug hat schon eine Klimaautomatik. Ja, es hat sonst noch einiges zu bieten. Das werden wir gleich mal zeigen. Denn ja, also das, was Sie vielleicht bei anderen so, das wäre denn schon quasi die Premium-Version in der Klasse, das ist bei euch so, ich sag mal, das geht noch höher. Da geht es auch darum, ich kriege so ein Auto, wenn ich das möchte, natürlich auch mit einer richtigen Luxusausstattung, oder? Genau, die weiteren Tageslassungen, das sind Spirit-Varianten. Hier sprechen wir jetzt von der Ausstattungsvariante Vision. Spirit-Varianten, die haben teilweise noch Pakete mit drin und kommen dann sogar ganz nah an die Höchstausstattung ran. Ja, über 20% Rabatt. Steig mal bitte hinten ein. Mal schauen, du bist sehr groß, weit über 1,80 Meter und jetzt ist es ein bisschen eng. Genau. Der Sitz ist jetzt allerdings auch ganz nach hinten eingestellt, der vordere. Genau, dann sei mal so lieb, steig mal vorne ein. Stell dir mal so ein, dass du bequem vorne sitzt. So, dass wir das mal zeigen. Wir haben ja immer noch ein sehr kompaktes Auto, muss man sagen. So, jetzt ist okay für dich? Kann ich ohne Probleme. Genau, ich zeig mal gerade oben nochmal die Kopffreiheit. Halt mal die Hand drüber. Kopffreiheit ist auch noch gewährleistet. Ich sag mal, im Notfall könnte man auf jeden Fall noch ein Stückchen nach vorne rücken, aber so kann ich auf jeden Fall komfortabel sitzen. Gut, du bist ja auch ein großer Mann, muss man dazu sagen. So, und jetzt, spätestens jetzt, kannst du auch, wenn du die Tür auflässt, wir gehen gleich mal rein, auch mal hinten Platz nehmen. Und da wird man jetzt schnell sehen, auch das geht bei einem 1,80 Meter Mann. Du sitzt jetzt wirklich bequem hier drin. Die Knie stoßen nicht an. Ich kann meine Beine frei bewegen, also ohne Probleme. So, ich zeig mal ganz kurz nochmal den Kopf, also auch für große Menschen. Ist auch die Deckenfreiheit gewährleistet, also. Ja, super. Ja, hier vorne sehe ich auch so ein bisschen die Ausstattung. Auch hier innen habe ich so kleine, ich sag mal, Edelstahl-Applikationen vom Look her so mit drin. Sind hier Lautsprecher mit drin hin? Sind auch hinten Lautsprecher mit drin, genau. So, ich habe elektrische Fenster hier. Elektrische Fenster hier auch hinten. Rundherum, genau. Krass, schön. So, wir steigen mal ein. Zeige ich das mal gerade. Hier vorne, ich habe sehr, sehr viel Platz. Interessant ist, dass die Geräuschdämmung von den Fahrzeugen überdurchschnittlich gut ist. Ich habe natürlich ein Beifahrer-Airbag mit dabei. Ich habe ein riesen Display mit drin. Und ich kann einige Fahrerassistenzsysteme schon wahrscheinlich mein eigen nennen. Was kann der denn zum Beispiel schon? Also in diesem Fahrzeug, in diesem Ausstattungsgrad haben wir kein Assistenzsystem mit drin. Gar keine? Einparken auch nicht? Gut, wir haben ja die Parksensoren drin und die Rückfahrkamera, aber ich sag mal, Systeme wie ein Spurhalteassistent, das bringen dann die Spirit-Varianten mit sich. Ist das Lenkrad beheizt? Das Lenkrad ist beheizbar, die Sitze sind ebenfalls beheizbar. Wie gesagt, eine Klimaautomatik. Also ihr habt welche auch mit Assistenzsystemen mit drin, also Spurhalteassistent aktiv, das gibt es auch alles. Jetzt hier in der Spirit. Wie liegen denn die anderen ungefähr, also die etwas größeren? Die Top-Modelle im Spirit mit allen Paketen liegen jetzt bei 21.490 Euro. Da haben wir sogar Preisvorteile bis zu 6.000 Euro eingerechnet. Super. Ja, Display ist gestochen scharf, das kenne ich, gibt es auch anders, muss man dazu sagen. Also hier sehe ich ein großes Navi ist mit drin. Wenn du mal kurz auf Radio schaltest, bitte. Lass mal sehen, wenn man am besten nicht an. Da ist jetzt hier Ding mit dabei, aber ich kann mein Mobiltelefon kann ich per Bluetooth koppeln? Genau, ich kann mein Mobiltelefon per Bluetooth koppeln. Ich habe Android Auto und Apple CarPlay integriert. Auch schon? Habe ich auch mit drin, jawohl. Aber habe natürlich auch ein festes Navigationssystem hier drin. So, ich habe auch Sitzheizung mit drin. Sitzheizung ist mit drin, die Lenkradheizung hast du schon angesprochen. Vielleicht noch kurz zum Navigationssystem, Kia typisch. Die verlassen sich da einfach auf Profis. Die integrieren ein Tablet von LG, nehmen die Navi-Software von TomTom, wo die Navi-Updates auch im Rahmen der Garantie immer 7 Jahre kostenlos sind. Und somit haben wir immer ein super Kartenmaterial verbaut. Also hier, die Hardware ist ein Tablet von LG, was da reinsteckt? Genau. Ja. Mit Android wahrscheinlich, oder wie? Ist ein Android-System, da liegt dann eben die Kia-Maske drüber. Wir haben dadurch einfach eine super direkt reagierende Touchscreen und alles läuft super ruckelfrei.
Was mich, also klar, ich eben die Fahrerassistenzsysteme, ich habe gehofft, sie wären drin, aber sie sind in der Version 1 drüber drin. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich habe hier zum Beispiel auch schon mal die Armauflage mit einer Lederoptik mit drin. Wenn du da mal kurz aufmachst bitte, dass wir da mal reingucken. Da ist nochmal viel Platz für Sachen, die ich einfach mal verstauen kann. Sei es Medikamente, eine Brille oder keine Ahnung was. Hier vorne habe ich dann die Becherhalter mit drin. Ich habe sehr, sehr viel Leder schon mit drin. Ich habe so eine Haptik. Ist das jetzt hier ganz, ganz hart, das Material? Das Material ist in dem Fall jetzt hart, aber sie haben im Innenraum halt mit diesen Chromelementen gearbeitet und auch immer wieder mit Klavierlack. Das ist auch eher eine Umfassung vom Schaltknopf dann eben. Ja, wirkt wirklich edel. Also ich hätte jetzt gedacht, so von der Optik her, es ist weich, aber es ist jetzt nicht, ich sag mal, optisch so, dass es aussieht wie, ich sag mal, in Kleinstwagen aus den 90ern, ja, die kennt man ja früher von Kia. Damit hat das gar nichts mehr zu tun. Nee, ich denke, von dem sogenannten Plastikbomber-Image sind wir mittlerweile lange weg. Ja, das ist allein schon das Lederlenkrad, was mit dabei ist. Das Ganze auch als Multifunktionslenkradaufführung, auch da kann man bei Kollegen aufpreispflichtig oft. Genau, wir haben hier eine Steuerung fürs Radio. Ich kann die Lautstärke steuern, kann meine Telefonate annehmen oder auflegen und die rechte Seite ist, um den Bordcomputer zu bedienen. Ja. Wenn ich die Autos später mal verkaufen möchte, was habt ihr für Erfahrungen damit? Also bis jetzt können wir nur sagen, die Kia sind super wertstabil, haben also keine Probleme mit Inzahlungnahmen. Auch bei Schlussratenfinanzierung ist das bisher immer super aufgegangen. Hat das ein bisschen was mit der Garantie zu tun, nehme ich an, oder? Nehme ich auch an, ja. Ja, die Qualität ist sehr gut. Ich habe eine Restgarantie von 7 Jahren Garantie. Gibt es noch andere, die 7 Jahre ab Werk? Ab Werk nicht. Es gibt Hersteller, die bieten es an, da kostet es aber dann extra und Kia hat das einfach mal voll mit drin. Fußmatten mit drin? Fußmatten sind mit drin, Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste. Also das Fahrzeug ist komplett ausgestattet. Kriege ich auch eine Einweisung, wenn ich fahre? Einweisung gibt es bei uns immer. Ja gut, könnte ja sein, dass er sagt, okay, ihr bezahlt und hau ab. Nee, aber nee, der Kunde ist hier genauso wertgeschätzt wie der andere. Ja, ich habe eben mich kurz mit Peter Dämmer unterhalten. Der hat mir erzählt, ihr seid der erfolgreichste Kia-Händler mittlerweile im Saarland. Genau. Also das kann man mittlerweile schon sagen. Das heißt, ihr macht wirklich große Stückzahlen. Die Leute kommen nach Saarlouis, sind unglaublich zufrieden mit euch. Woran liegt das meines Erachtens oder deines? Ja, wir geben uns natürlich immer schön Mühe mit dem Kundenauftritt. Natürlich auch viel durch die Videos, versuchen die Kunden die Fahrzeuge mal möglichst nahe zu bringen. So, dass sie schon alles so ein bisschen gesehen haben, ja. Genau, ich zeige mal ganz kurz hier mal die Optik hier von den Sitzen. Das ist Automotive-Material, das heißt, das kriege ich nicht kaputt. Alles ist auf Langlebigkeit, Haltbarkeit und Preiswürdigkeit ausgelegt. Und ich kriege für einen gebrauchten Kia, der 3, 4, 5 Jahre alt ist, hier so einen, liegen die ungefähr im Preis? Den Stonic gibt es schon wie lange? Den Stonic gibt es jetzt seit 2017. Kommen die ersten jetzt zurück? Die ersten kommen jetzt erst zurück. Wir haben ja in der Regel Finanzierungslaufzeiten zwischen 48 und 60 Monaten. Da wird es jetzt die ersten Rückläufer geben. Bin mal gespannt, wie es ausschaut. Ja, prima. So, wir steigen nochmal kurz aus. Dann hier vorne ist übrigens die Fußmatte mit drin, das Ganze schön flauschig. Ich habe eine Höhenverstellbarkeit auf dem Vordersitzen, stimmt das? Auf dem Fahrersitz oder auf beiden? Höhenverstellbarkeit nur auf dem Fahrersitz. Auf dem Fahrersitz. Das heißt, hier kann ich die Höhe anpassen. Ich habe einen abschaltbaren Beifahrer-Airbag, der ist natürlich mit dabei. Das ist auch nicht immer der Fall, muss man sagen. Muss man halt genau drauf achten. Habt ihr Probleme, irgendwelche Probleme? Ihr habt jetzt Kia jetzt seit 4 Jahren? Wie lange macht ihr Kia? Seit 2015 jetzt. November 2015 dazugenommen. Also bald 5 Jahre, nächstes Jahr. Ja. Genau. Der Rostprobleme? Rostprobleme absolut nicht. Habt ihr je Rost gesehen bei Kias? Außer beim Unfall danach. Bei unseren Fahrzeugen im Alter bis zu 5 Jahren auf keinen Fall. Okay, super. Also ich zeige das Ganze mal. Also man kriegt einen echten Kia hier nochmal. Endpreis hier inklusive Mehrwertsteuer bei dem Fahrzeug? 17.980 Euro. So, wir blenden mal einige ein. Es sind noch nicht alle gekommen. Der hier war noch ein bisschen nass. Es hat geregnet draußen. Fahrzeuge wirklich in der Regel so um die 50 Kilometer. Die haben weniger als 50 Kilometer, die kommen ja frisch ab Werk. Die haben in der Regel zwischen 10 und 20 Kilometern. Wir haben jetzt Fahrzeuge in der Farbe Schwarz mit Rot, Rot mit schwarzem Dach. Es gibt noch weiße mit einem schwarzen Dach und graue mit einem orangenen Dach. Kann ich hier irgendwas falsch machen? Ich denke mal nicht. Darf ich mein Auto in Zahlung geben? Fahrzeuge nimmt man gerne in Zahlung. Nimmt alles in Zahlung, muss man dazu sagen. Also alles, was 2 oder 4 Räder hat, nimmt er in Zahlung? Genau, es wird grundsätzlich alles in Zahlung genommen, teilweise auch 2 Räder. Kann man natürlich mit den Finanzierungen verrechnen oder wie auch immer und sich mal ein individuelles Angebot vom Verkäufer erstellen lassen.
Gott. Es gibt, glaube ich, noch das Navi, das hat man eben kurz angesprochen, das ist aus der 7-Jahres-Garantie draußen, also das Elektroniksystem sind, glaube ich, 2 Jahre. Habt ihr schon ein kaputtes System gehabt jetzt innerhalb der 4 Jahre, 5 Jahre? Da haben wir absolut keine Probleme mit. Also die halten? Die halten. Wie gesagt, das sind ja LG-Tablets, das ist ja ein namhafter Hersteller, da gibt es keinerlei Probleme. Also auch hier hinten so die kleine Antenne. Ja, wenn du mal kurz zumachst, mache ich die Abmoderation. Stonic heißt das Fahrzeug. Ein ganz neues Modell, gibt es erst seit rund 2 Jahren. Genau, gibt es seit 2017. Wenn Sie mal auf der Internetseite vorbeischauen möchten, unter dem Punkt Angebote Kia haben wir auch alle Tageleistungen inseriert. Da können Sie die verschiedenen Farben und Ausstattungspunkte begutachten. Ja, prima. Ja, der erfolgreichste Kia-Händler im Saarland. Hier haben wir ein richtig tolles Auto. Ja, wenn Sie Lust haben und Gefallen an dem Auto finden, ihr habt jetzt im Moment zur Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos noch 10 Stück da. Rabatte weit über 20%, muss man sagen. Darf ich hierher kommen? Wie sind die Öffnungszeiten? Können jederzeit liebend gerne hierher kommen. Die Öffnungszeiten im Verkauf sind immer von 9 bis 18 Uhr. Gerne auch mit telefonischer Absprache. Und dann kann der Verkäufer sich gern Zeit für Sie nehmen. Ja, wenn ich jetzt meinen Wunsch-Kia gefunden habe, kann ich sagen, ich will den haben. Wie sieht das aus? Kann man den reservieren lassen? Mache ich dann eine Anzahlung, wenn ich erstmal den Papierkram später machen möchte? Mittels Anzahlung kann man die Fahrzeuge natürlich reservieren. Zur Fertigstellung, sofern sie hier stehen, brauchen wir in der Regel maximal 5 Werktage. Und die Fahrzeuge, die noch nicht an Lager sind, die werden aber auch wirklich in der nächsten Woche eintreffen. So ist es. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich habe die ganze Zeit eben übrigens, du hast auf der rechten Seite Kia. Ich zeige es mal gerade und ich hatte im Bild andauernd Toyota. Ihr macht schon sehr lange Toyota. Ihr habt nämlich mehrere Jubiläen. Ihr habt dieses Jahr 60 Jahre, Auto aus Klein. Und nächstes Jahr, wie viel Jahre Toyota? Nächstes Jahr kommen 40 Jahre Toyota und dann 5 Jahre Kia. Ja, das 5 Jahre Kia. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie nach St. Louis, der neuen Autostadt im Saarland, muss man sagen. Immer mehr Kunden kommen zu Händlern aus St. Louis. Das liegt aber auch daran, dass es inhabergeführte Fachgeschäfte sind. Keine Riesenketten, muss man dazu sagen. Du selbst bist der Sohn vom Chef, richtig? Genau, ich bin der Tobias Klein. Genau. Hast du es auch gelernt? Ich glaube, du bist hier groß geworden, schon als 3-Jähriger bist du rumgelaufen. Ich bin hier groß geworden, bin natürlich in der Werkstatt immer schon frühzeitig dabei gewesen. Bin jetzt seit knapp 2 Jahren fest eingestellt als Verkaufsberater und habe davor auch meine Ausbildung hier absolviert. Ja, ihr seid mit wie vielen Leuten im Verkauf bei Kia? Im Verkauf sind wir 4. So, bitte noch die Namen kurz. Ist gut für den Toyota-Bereich. Können sich an den Michael Gebel wenden oder auch Peter Dämmerle. Und Kia machen bevorzugt dann ich oder Pablo Barth. Aber auch der Peter, der mal ja auch genau. Ab und zu mal wenn. Ja, samstags, nochmal kurz die Öffnungszeiten. Samstags sind wir von 9 bis 13 Uhr im Haus. Ja, vielen Dank. Tschüss.